Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange. Out of Time, zweite Episode. Wir sind sehr gespannt. Es hat sich gerade wiederholt hier das Intro, deswegen sind manche Sachen hier noch nicht benutzt worden. Ich habe aber schon mal ihre Kulturtasche eingepackt und die Pflanze nochmal gegossen. Das haben wir gemacht. Auch den Laptop habe ich nochmal angeklickt. Sie hat ja diverse Nachrichten bekommen, jetzt über Zeitreisen, pipapo. Das Spannende ist ja, dass jetzt die anderen wissen, dass sie diese Kraft hat. Ja, wir können noch mal hier, ach, hier haben wir noch mal Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Ja, und wir wollen duschen gehen, aber erstmal gucken wir noch mal auf unser Handy, da hatte uns jemand geschrieben. Die gute Chloe. Sie soll sich nicht verspäten, ich glaube, das hatten wir aber das letzte Mal schon und Mama hat geschrieben. Hey, Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanzen nicht verdursten, aber tränk sie auch nicht, Mama. Ja, das ist wohl ein Hinweis. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Was hatten wir hier? Ich verstecke mich im Schrank und dann kam David rein, wütend wegen der Musik. Außerhalb der Schule war noch Furchteinflüssen. Er beschuldigte Chloe einer seiner... Ach so. Ja, das ist zuletzt passiert mit der Waffe und so. Ziel, ich sollte duschen gehen. Hat zwar überhaupt nichts damit zu tun, dass Chloe die Waffe hat, immer noch. Hier ist natürlich interessant, was zuletzt passiert ist mit dem Leuchtturm, weil da ist ja das total abgedreht. Ich wollte wissen, warum... Naja, fangen wir mal von vorne an. Letztlich kamen Chloe und ich zum Leuchtturm und beobachteten den Sonnenuntergang. Chloe war sanftmütig und erzählte mir mehr über David und seine Paranoia. Es ergab alles Sinn. Ich wollte wissen, warum Chloe mit Nathan Prescott im Bad war. Sie erzählte mir, er deale Drogen und sie wollte ihn erpressen, um ein großes Darlehen abzubezahlen. Merkwürdig, wie sich unsere Leben entwickelt haben, seit wir 13 waren. Ich hatte einen weiteren Albtraum oder eine Vision. Ich war wieder im Sturm am Leuchtturm, aber diesmal folgte ich einem geisterhaften Reh zum Rand der Klippe. Ich glaube, das hatte ich auch schon vorgelesen, oder? Ich sah, wie der Tornado alles in seinem Weg zerstörte und fühlte wieder den kalten Regen. Der Leuchtturm zerfiel und ich fühlte mich so hilflos, während ich zusah, wie der Tornado auf die Stadt zusteuerte. Dann holte Chloe mich aus meinem Traum zurück und ich erzählte davon, damit der Tag auch merkwürdig enden konnte, begann es im warmen Sonnenuntergang zu schneien. Es war kurios, ominös und schön zugleich. Es war noch schöner, dort mit meiner besten Freundin zu stehen. Mit diesen positiven Gedanken habe ich mit mir erholsamen Schlaf verdient. Ja. Dann lesen wir hier dann weiter. Wo sind wir? Seite 22, muss ich mir mal merken. Was haben wir hier noch so? Da ist die gute Rachel jetzt auch. Wo ist Rachel Amber? Obwohl die Blackwell Academy so abgelegen und friedlich wirkt, holt einen auch hier die traurige Realität ein, wie die Vermisstposter auf dem gesamten Campus zeigen. Ich habe ihren Namen schon durch Osmose gelernt. Ich glaube, sie war eine beliebte Schülerin, verschwand vor 6 Monaten. Rachels Foto auf dem Vermisstposter ist toll. Sie posiert und sieht hübsch aus wie ein Model. Wer sie fotografiert hat, ist sie von zu Hause weggelaufen, hoffentlich um ihretwillen. Es ist so traurig. Ihre Eltern tun mir so leid, so eine Scheiße durchmachen zu müssen, seufzt. Ganz gleich, wie sehr Blackwell einer geheimen Sphäre voller Wissen der Realität entkommt man nicht. Viva. So, was ist denn jetzt hier, wenn wir, können wir da einfach dann hinreisen zu den Orten? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dann duschen. Die gute Max will duschen. Ich glaube, wir haben das Wichtigste hier abgegrast, oder? Hier nochmal der Spiegel. Nutz ihn. Zombie-Dings. Oh. Hello, Zombie-Face. This is what happens when you research quantum physics all night. Aber voll cool, sie kann ja jetzt extrem viel lernen, extrem viel lesen, extrem viel machen, bis sie immer wieder die Zeit zurückdrehen kann und hat dann alles in ihrem Köpfchen. Während für andere gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Like now. Thanks, Sherry. Party by Victoria. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Mhm. Was steht denn da jetzt so? Ja, wieso sollte ich da klopfen bei der? Wir wollen ja duschen gehen. Was ist das für ein Poster? But what's this poster really trying to tell me? Dies ist dein Planet und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere, also hebe deine Stimme, rettet die Erde. Vor allem aber mit dem Bild.
But what's this poster really trying to tell me? Mit dem Tittenbild da drunter ist auch schön. Wer wohnt hier nochmal? Ich weiß immer nicht, wer hier wo wohnt. Hier steht es doch bestimmt. Gerade eben stand es doch da, oder? Ja, Brooks Zimmer, okay. Da können wir nicht lang gehen. Da ist unser Zimmer, das ist lustige Männchen. I think I'll be way too scared to go. Was ist denn das? Tödliche Soiree. Du glaubst, Hausaufgaben seien fürchterlich falsch gedacht. Willkommen zu Blackwell Oween. Tanz vor der Dämmerung in die Nacht. 31. Oktober. Also, was? Starre Süßkram, Wettbewerbe und Kostüme. Fürchtet euch gar fürchterlich. Leichenwagen steht bereit. Okay. Au! Oh nein, nicht schon wieder. Sollen wir jetzt sie schon wieder retten? Hoffentlich heult die nicht schon wieder. Ganz ehrlich. One quick rewind and I could stop this TP-Attack. Aber ob das nicht auch voll die Konsequenzen hat? Dass wir immer wieder die Zeit zurückspulen? Schnell warnen. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Ja, gern geschehen, ne? Wir sind ja... Sie fragt sich auch gar nicht irgendwie... Ja, dann sprechen wir mal mit ihr. Sie fragt sich auch gar nicht, warum sie einen Schritt zur Seite sollte. Why, hello again, Alyssa. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Yep. Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Zurück in die Zukunft, Looper, und täglich grüßt das Mummeltier natürlich. I love the idea of going back in time to fix mistakes in Groundhog Day. I barely want to go forward in time, much less go backward. I hear you, but it's all about the choices you make now. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Looper kenne ich gar nicht, den Film. Aber die anderen beiden halt, blöd, wenn man die alle gar nicht kennt. So, dann nimmt man halt irgendwas, ne? They live. Sei kein Zombie, es gibt einen Ort und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Clearheart-Stiftung. Wir hatten das geworfen. Da vom Klo können wir auf jeden Fall nicht irgendwie jemanden ansprechen. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Wer haust hier nochmal? Da ist Dana. Hallo Dana. I've never seen Dana this bouncy and happy without a pot of coffee. Da setzt sie sich direkt What's hin. Happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Ja, warum nicht? Warum nicht? Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. Genau. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Komm, eine Halloween-Party geht doch immer durch. Schminke. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Curiosity killed the Max. Dass sie das einfach mal macht. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. Dana Ward, Beziehungsstand in einer Beziehung. Happy, happy, joy, joy. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Tödliche Soiree, komm raus, ihr Vampire Blackens. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Kostüm, okay. Sie trägt auf jeden Fall etwas Gewagtes. Mal schauen, was Max sich anfangen lässt oder gar nichts. Rollerblades.
Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Ich mag auch Halloween gerne, aber es ist ja eines der wenigen Feste, auf das ich mich wirklich immer freue. Wobei ich halt alles schon immer zelebriere. Wenn Ostern ist, mache ich alles schön osterlich. Wenn Weihnachten ist, mache ich alles weihnachtlich. Aber Halloween, da freue ich mich irgendwie immer drauf. Vielleicht, weil es auch mit euch und dem Kanal zusammenhängt. So ein bisschen einfach mal was anderes. Bisschen unheimlich, ein bisschen abseits. I can't even imagine what life would be like. Trevor is making himself comfortable. Ugh, hope they don't get busted. This is both sad and pathetic. Es war denn ich war wahrscheinlich da, ich dachte so. Ja, das war hatten wir auch schon mal. Gut, dann gehen wir raus. Wir wollen duschen gehen immer noch. Da ist Juliets Zimmer. Wollen wir da auch noch mal klopfen? Hallo Juliet. Wake up, Max. Juliet is next to me in the hall, not her room. Das macht natürlich Sinn. Whatever they're watching must be hot stuff. Sie ist noch voll verschlafen und alle stehen hier schon so voll fertig. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Nö. Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Victoria, bist du sicher? Und Zachary? What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Mm-hmm. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Cool, cool. Okay. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Hast du den Schnee gesehen? Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Nee. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Ja, okay, also alle denken auch immer, Warren ist ihr Freund, und wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, ist ja auch ein bisschen unangenehm. Welcome to Black Hill. Also ihr fester Freund. Okay, erinnert mich immer an Silent Hill, solche Pläne. Durch die Schule und so. Schnell, schnell, 302. Bei wem klopfen wir jetzt? Oh, ich hab gar nicht... People sleeping. Bei wem klopfen Clearly wir? Not a morning person. Ach, Stella. Okay. Gut. Das ist dann Taylor. Anschlagbrett. Oder Ausschlagbrett. Puh, HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Dies ist ernsthaft lebensbedrohliche Krankheit. Niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt. Und so weiter. Belohnung um 16 wurde mein Rucksack mit all meinen Schübelchen und meinem Tablett aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Darauf befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katzen. Jetzt wäre ich für eine schnelle Rückgabe meiner Sachen und Katzenerinnerung dankbar. Du hast meine Adresse an die Schlampe, die meine Frenjo-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheiße und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es... Haut schält und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Oh, das ist blöd, wenn die sich gegenseitig aus Sachen stehlen. Nee, wir wollen das noch nicht verlassen. Was ist hier im Müll? Wieso Samuel können wir uns die truly angucken? Is a weirdo, but he is great at cleaning up. Was Blackwell ist das? Isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Ja, irgendwo waren doch hier auch die Duschen. Waren die nicht da hinten oder hier waren die, ne? So rein und dann... Duschen. Ich liebe Baden und Duschen. Aber ich habe keine Badewanne. Ja, okay. Hier duschen anscheinend auch welche. Da können wir die einfach benutzen. Erstmal gucken wir uns hier noch um. Otter Power?
I'm so not there. Otter sind flotter. Auswahl für das Otterschwimmteam. Otter sind flotter. Kannst du zum Sieg schwimmen? 6. bis 8. September, 14 Uhr. Werde Mitglied. Also wer ist denn halt geschwimmt in der Nation? Okay, ich mag Schwimmen auch total gerne, aber ich will jetzt nicht unbedingt die Beste sein. I'm good to flow. Thanks. Ich schwimme lieber so für mich so. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Ja, kann man auch irgendwie verstehen. Wer ist das Kate nochmal? Is not good. Ja, die ist so I wish Davy drauf. Would get off her crack, as Chloe would say. Hey, Kate. Emma versucht es wieder. Doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Ja, gut. Dann wollen wir mal duschen gehen. Die Klamotten bleiben anscheinend in der Dusche. Ohne, dass da so eine Trennwand oder so ist. Was ja auch irgendwie blöd ist. Dann werden die ja nass. Auch blöd, dass das einfach so Vorhänge sind und nicht Türen, die man von innen abschließen kann. So, jeder Assi kann dir den Vorhang aufreißen. Also, das würde mich auch sehr stören. What's up, Kate? Oh nein. School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway. Let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Oh Mann, ey. Lässt sich auch immer wieder neue Scheiße einfallen. So eine Zicken, die sich nur besser fühlen, wenn sie auf anderen rumtrampeln. Jo, Max hat's mitbekommen. Auch blöd, dass die sich nicht fragen, wer da gerade ist. I better get dressed and go give back Kate's book. Ja, wäre eine Idee. Water is almost as good as a cup of strong tea when I'm in sleepy mode. Was steht da jetzt für ein Scheiß? Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Wir entfernen das natürlich. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Sorry, I forgot. Ich weiß nicht, wer hier duscht. Kann man mit der die Person dann nichts mitbekommen? Und nur wir? Hm. Ja, ja, diese blöden Zicken. Das hat natürlich Konsequenzen. Die sehen ja dann, wer rauskommt und wer es wahrscheinlich weggewischt hat. Ist mir jetzt aber egal. Blöder Scheiß. So, noch mehr Vermisstenposter. Wer ist hier drinne? Da ist die Juliet. Und die Dana. Excuse me, I'm texting Zach. Okay, dann machen wir weiter damit.
Vielleicht sollten wir mal in unser Zimmer zurückgehen. Da ist ja keiner. Oder sollen wir jetzt mit Victoria reden? Nee, das lassen wir mal bleiben lieber. Wer wohnt hier? Kate. Max. Dann gehen wir in unser Zimmer. Die sind auch nicht abgeschlossen. Jeder kann da rein. Würde ich mich auch nicht so wohl fühlen bei denen, die da so... Oh nee. Oh nein. Ugh, no fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Ja, prima. Was stand da jetzt genau? Ich habe das nämlich nicht... Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Richtig blöd, was das hier? Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Das ist so krank. Der ist so ein Arsch. Boah, ey. Geht einfach in das Zimmer und schmiert diese Scheiße daran. Ja, wir können uns natürlich anziehen. Aber trotzdem, was ist hier im Papier suchen da? Irgendwo ist das Buch bestimmt. Oh, of course she just spilled soda on Kate's book. Das geht nicht. Schnell zurück. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Okay, sehr gut. Natürlich wollen wir die Blume nicht schon wieder gießen, selbst wenn wir könnten. I could rewind for days and read all ja, of these books. Schon. Will I really find any insight into my power? Okay, mach mal dein Bett. Das habe ich das letzte Mal gemacht und irgendwie und nein, jetzt geht's this wieder. This totally reminds me of being a kid in my room. Sorry, Mom. Oh. I can make my bed whenever I want. Oh yeah. Okay, diesmal hat sie es nicht gemacht und so verhält sie sich dann. Wir packen das mal weg. Wir wollen das da nicht haben. Können wir irgendwie... Oh shit. Nathan's revenge. Das können wir nicht wegmachen. Even Chloe told me not to go to the principal. Was mit dem Handy? Keiner geschrieben? Okay. Wir haben das Buch bei uns, aber vielleicht sollten wir uns mal erstmal anziehen. Jetzt nach dem Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Okay, okay, dann gehen wir jetzt raus. Wir haben wieder unsere coole Kapuzenjacke an und unsere Fototasche und sind wieder Max. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Wir haben was ins Tagebuch geschrieben. Ich muss Kates Buch zurückgeben. Ja, das hatten wir doch aber schon. Da irgendwas Neues. Hier haben wir noch Kate. Ich weiß nicht mehr, ob ich Kate Marsh im letzten Monat je lächeln oder lachen gesehen habe. Sie ist wirklich lieb und nett, obwohl die anderen sich über ihre Abstinenzkampagne lustig machen. Sie benehmen sich unreif, aber alle in Blackwell sind in der Oberstufe. Sie muss eine Menge einstecken. Sie hat viel mit vielen religiösen Gruppen zu tun, hält mir aber keine Predigten, also ist es mir egal. Sie war die letzten Wochen über extrem still und introvertiert. Sie sieht aus wie ein Zombie. Ich würde ihr gern helfen, kann aber kaum mir selbst helfen. Ich frage mich, ob das ganze Mobbing sie zermürbt hat. Das kann ich verstehen. Ich muss versuchen, mehr mit ihr zu reden und sie vielleicht zu einem Tee oder Film einzuladen. Finde ich sehr schön, dass sie sich da so kümmert. Jetzt habe ich das... Wo ist es denn? Hier müsste es doch eigentlich sein. Nur, dass ich... Da. Genau. Und da sind wir aber eigentlich ja schon viel weiter. 18, 19, 21, 23. So. 8. Oktober. Ich wachte als eine andere Person auf, auch wenn es noch keiner weiß. Nach den Enthüllungen meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben neben dem anderen irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde. In Blackwell muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Zeit Quantenphysik recherchierte.
Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Visionen und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück und Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, was sie damit durchsetzen wollen. Victoria hat alles, was hat sie davon? Marsch zu mobben. Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie ein Battle Royale ohne Dystopie und explodierenden Köpfen. Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Ja. Das kann sie wirklich gut. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Life is Strange. Dann geben wir Kate, der armen Kate, das Buch zurück und hoffen, dass sie sich weiter mit Max anfreundet. Und Victoria wird bestimmt nicht das letzte Mal Mist gebaut haben. Und wir werden aber auch das letzte Mal nicht die Zeit zurückgedreht haben. Juhu! Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.